Bevor du dich an die Arbeit machst, solltest du noch ein paar Einstellungen vornehmen. Das wird dir einigen Ärger ersparen. Über Word, Einstellungen kommst du zur Übersicht über die verschiedenen Bereiche. Unter Allgemein, wie der Name sagt, hast du allgemeine Programmeinstellungen, wie das Programm funktionieren soll, wie die Schrift dargestellt werden soll oder welche Maßeinheiten gelten. Über alle Anzeigen kommst du wieder zur Übersicht. Bei Ansicht, wie der Name sagt, geht es eher um die Programmoberfläche. Bearbeiten ist hingegen recht wichtig. Ich nehme hier jeweils diese Markierung raus, automatisch ganzes Wort markieren. Das ärgert mich immer wieder. Und bei Bilder einfügen als, da wähle ich passend, damit also Bilder frei auf dem Dokument platziert werden können und verschoben werden können und nicht als Buchstabe behandelt werden. Die Rasteroptionen, die beziehen sich nur auf diese ausgewählte Datei leider. Da gehe ich meistens auf 0,1 cm, damit ich also die Elemente ein bisschen feiner platzieren kann. Da haben wir jetzt die wichtigsten Einstellungen vorgenommen. Ich gehe wieder zurück auf alle Anzeigen, Rechtschreibung und Grammatik. Word will dir sehr viel helfen und das ist ja grundsätzlich auch gut, nur hilft es manchmal ein bisschen allzu fest. Achte darauf, dass die Rechtschreibeprüfung ausgewählt ist. All diese Bereiche sollten ignoriert werden, sonst schlägt er dir immer irgendwelches wirres Zeugs vor. Die neue deutsche Rechtschreibung sollte natürlich aktiviert sein. Dann hast du ein persönliches Wörterbuch, das du hier auswählen kannst. Für die Sprache wählst du eben nicht keine, sondern Deutsch-Schweiz, weil wir Schweiz noch gewisse spezielle Einstellungen haben. Ich klicke auf OK. Und ja, ich denke, das ist das Wichtigste. Übel kann die Autokorrektur sein. So gut sie gemeint ist, führt sie meist nur zu ungewünschten Ergebnissen. Ich nehme da alles raus. Also Word soll mir nichts korrigieren automatisch bei der mathematischen Korrektur. Das lassen wir offen. Könnte man so kurz eingeben, dass automatisch dann etwas eingefügt wird. Da die automatische Aufzählung und die automatisch nummerierte Liste finde ich nicht immer sehr funktional. Das mache ich lieber manuell. Und Autotext. Da nehme ich einiges raus. Sonst schlägt er mir da Telefonnummer und so weiter vor. Und jetzt gehe ich wieder auf alle Anzeigen. Letzter Bereich, den ich dir noch zeigen möchte, ist Speichern. Hier kannst du auswählen, in welchem Format es gespeichert werden soll. Ich wähle mittlerweile dieses neue DocX-Format. So neu ist es auch nicht mehr, weil es doch gewisse Vorteile hat gegenüber dem bisherigen. Es könnte aber sein, wenn du eine Datei mit jemandem austauschst, der nach deiner sehr alten Word-Version arbeitet, dass er dann diese Datei nicht öffnen kann. In diesem Fall könntest du hier das Standardformat auf Word 97 bis 2004 wechseln. Aber im Allgemeinen ist das sicher gut und du kannst auch manuell beim Speichern das Format noch ändern, wenn es so sehr vereinzelt vorkommt. Und jetzt bestätigen wir mit OK und deine Einstellungen sind jetzt optimiert für die Arbeit mit Word. Jetzt kann es richtig losgehen.